I am the Jochen und das ist der Frühsport für Montag, den 14. Februar 2022. Schönen guten Morgen. Bei den Olympischen Winterspielen in Beijing hat das deutsche Team gestern sich generös gezeigt und die Medaillen mal den anderen überlassen. Keine Edelmetalle fürs deutsche Team, aber dafür sind die anderen eben dran. Deutschland bleibt bei 8 Gold, 5 Silber und einer Bronzemedaille. Ist in der Nationenwertung jetzt zurückgefallen hinter Norwegen auf Platz 2. Die Norweger mit 9-mal Gold, 5-mal Silber und 7-mal Bronze auf Platz 1 jetzt. Aber halt auch verdient, ne? Weil die haben halt wirklich auch insgesamt schon 7 Medaillen mehr geholt als wir. Das geht schon klar. Dritter Platz im Moment, das ist nur der vollständige Teil bei den USA. Vierter Platz in der Medaillenwertung die Niederlande und die Schweden sind Fünfter. So, es gab auch keinen weiteren vierten Platz fürs deutsche Team in der vierte Plätzewertung. Da bleiben wir mit 4 vierten Plätzen auf Position 5 jetzt. Neu an der Spitze haben wir Österreich und Kanada, jeweils ihren 7. vierten Platz geholt haben. Die russischen Athleten mit 6 vierten Plätzen auf Platz 3 und die USA haben immerhin 5. Die sind jetzt Vierter in dieser Wertung. Ansonsten ist anzumerken, dass 2 Sportarten sich bereits verabschiedet haben von diesen Spielen, Skeleton und Rodeln. Und das geht jetzt Stück für Stück so weiter. Es gibt heute das letzte Mal Skispringen, dann morgen sagt Snowboard auf Wiedersehen und übermorgen geht Short Track zum letzten Mal über die Eisfläche. Dann scheiden die nordischen Kombinierer aus und so weiter. Also eins nach dem anderen wird das jetzt weniger werden. Wir gucken mal, was es noch gab am gestrigen Tage. Wir hatten die Langlaufstaffel, die geht an die Russen vor Norwegen und Frankreich. Deutschland belegt einen guten 5. Platz in diesem Wettbewerb. Ski Alpin gab es mit dem Riesenslalom der Männer. Da ist Marco Odermatt aus der Schweiz. Ich hatte es gestern schon angedeutet, das ist seine letzte Chance, nochmal was zu holen. Er hat zugeschlagen und hat Gold geholt nach 2 Läufen. Glückwunsch also in die Schweiz. San Kranjec aus Slowenien ist dort Zweiter geworden und Mathieu Favre aus Frankreich wird Dritter. Die Deutschen nicht so. Bester Deutscher noch, Julian Rauchfuß auf Platz 20 und die anderen beiden, Alexander Schmid und Linus Strasser, sind beide ausgeschieden. Wir gehen auf die Verfolgung, also aufs Biathlon, um genau zu sein. Da war bei den Damen in der Verfolgung Marte Oelsby-Reuseland nicht zu halten. Weiterhin die große Dominatorin dieser Spiele. 3-mal Gold, jetzt 1-mal Bronze in 4 Rennen. Schon sehr, sehr ordentlich. Aus Norwegen also Platz 1 vor Elvira Öberg aus Schweden und Tiril Eckhoff in Norwegen, die die Bronzemedaille holt. Beste Deutsche hier, Vanessa Vogt auf der 12. Da sind die Deutschen ja schon mit entsprechend Handicap gestartet, von daher war da nicht sehr viel mehr drin. Dann war es eigentlich ganz, ganz okay, wenn man das sieht mit Platz 12. Franziska Breuß wird 15. Denis Herrmann 17. und Vanessa Hinz am Schluss auf der 21. Bei den Männern geht Gold an, da gab es einen Wechsel in der Spitze, denn Johannes Tinius Bö, der als Führender gestartet war, ist nur Fünfter geworden am Schluss und hat damit seinen Platz an der Sonne verspielt. Gold geht an den Franzosen Quentin Fillon-Maillet vor Johannes Tinius Bös Bruder Taye Bö, der holt nämlich jetzt Silber. Und Bronzemedaille geht an Eduard Latipov aus dem russischen Team. Bester Deutscher hier, Roman Rees, der wird am Ende 6. Johannes Kühn kommt an 12 ins Ziel, Philipp Navrat 19. und Benedikt Doll wird am Ende 32. Schauen wir auf die, was haben wir noch, auf die Eisschnellläufer, Sprinterinnen bei den Damen. Das war irgendwie eine Silbe zu viel, den Satz macht in dem Wort macht nichts. Erin Jackson aus USA gewinnt den 500 Meter Sprint. Hier Miho Takagi aus Japan gewinnt die Silbermedaille. Bronze geht an Angelina, nehme ich mal an, Golikova vom russischen Team. Deutsche waren hier nicht am Start. Dann habe ich noch Short Track im Angebot. 3000 Meter Mannschaftslauf, also Staffelrennen bei den Damen. Da geht Gold an die Niederlande vor Südkorea und China. Und in der, auch hier nichts Deutsches dabei gewesen, auch bei den 500 Meter Herren nicht. Hier geht Gold nach Ungarn an Shawang Liu vor dem Russen Konstantin Ivliev und dem Kanadier Stephen Dubois. So, check. Das waren die Medaillenentscheidungen vom gestrigen Tage. Dazu gab es noch die ersten beiden Läufe im Monobob bei den Damen. Logisch, weil es gibt so bei den Damen den Monobob. Hier liegt Laura Nolte nach den ersten beiden Läufen auf Platz 3. Es führt die Amerikanerin, die US-Amerikanerin Kaylee Humphries vor der Kanadierin Christine De Bruyne. Dann kommt Laura Nolte und Elena Myers-Taylor auf der 4. Die andere deutsche Starterin, USA, ne? Myers-Taylor,
die andere deutsche Starterin Maja Meyer-Manka nur auf dem 17. Platz. Das ist nicht so gut gelaufen für sie. Aber so Tage gibt es ja. So, dann haben wir noch Ergebnisse aus den Mannschaftsturnieren. Wir schauen mal kurz auf die Stände beim Eishockey und beim Curling. Beim Eishockey hat Deutschland sein letztes Gruppenspiel verloren gegen die USA, aber knapp 2:3. Da war mit Schlimmerem zu rechnen oder zu befürchten, sagen wir mal so. Das haben sich doch ganz gut geschlagen noch, die Jungs. Kanada gewinnt in derselben Gruppe 5:0 gegen China und wird damit klar Gruppenzweiter, die USA Gruppensieger. Deutschland geht als Dritter in die K.O.-Runde. Und in der Gruppe C, auch die hat noch gespielt, da schafft Finnland den Gruppensieg mit einem 4:3 in der Overtime über Schweden. Die Slowakei holt sich noch einen Sieg gegen Lettland mit 5:2. Und damit haben wir jetzt ein Klassement. Alle drei Gruppen sind gespielt. Wir haben die drei Erstplatzierten, dann die Zweit- und die Dritt- und die Viertplatzierten jeweils. Und dann geht es so, dass die, hatte ich gestern schon mal gesagt, die drei Erstplatzierten in ihrer Reihenfolge untereinander nach Punkten bilden, also Platz 1 bis 3 der Setzliste. Das heißt, wir haben die USA auf Platz 1, Finnland auf Platz 2 und die Russen auf Platz 3. Das sind nämlich die drei Gruppensieger. Die gehen jetzt auch auf Plätze 1, 2, 3 in die Setzliste und stehen automatisch schon im Viertelfinale. Das tun die besten vier in diesem Wettbewerb. Ich fange wieder an zu blinken. Ich will nicht. Warum? Weiter zurück, glaube ich. Das war der Fehler, ne? Ich war zu nah dran. Die Gruppenzweiten folgen dann auf den Plätzen 4, 5 und 6. Bester Gruppenzweiter ist Schweden, die damit auch fürs Viertelfinale schon qualifiziert sind. Und dann haben wir noch Kanada und Dänemark auf 5 und 6. 7, 8, 9 sind die Gruppen Dritten. Tschechien, Slowakei und Deutschland in dieser Reihenfolge. Das geht dann nach Punkten und Tordifferenz sortiert. Und die Vierten der Gruppen bilden die Plätze 10, 11 und 12. Das sind Schweiz, Lettland und China. So, das haben wir also unsere Rangliste von 1 bis 12. Jetzt sind die ersten vier schon im Viertelfinale. Die anderen spielen jetzt eine Playoff-Runde. Die findet übermorgen statt und da spielt 5 gegen 12. Das ist Kanada gegen China. Dann haben wir 6 gegen 11, Dänemark, Lettland. Wir haben 7 gegen 10, Tschechien gegen die Schweiz. Und 8 gegen 9, das ist unser Spiel, Slowakei gegen Deutschland. Das ist also jetzt tatsächlich dann das erste K.O.-Spiel fürs deutsche Team. Und da gilt es dann jetzt wirklich. Ist auch schon terminiert, wird stattfinden am frühen Dienstagmorgen um 5:10 Uhr. Heißt es dann Slowakei gegen Deutschland. Schon mal zum Vormerken, sage ich morgen aber auch nochmal dazu, bevor es dann richtig rund geht. So, und dann haben wir noch die Blicke aufs Curling-Turnier. Bei den Damen nach 5 Spielen von 9 sieht es jetzt so aus, die Schweiz vorne mit 5:0. Besser geht's nicht. Gefolgt von einem ganzen Pulk von Teams mit jeweils 3 Siegen. Da haben wir Japan, Großbritannien, Schweden und die USA. Bei den Männern Schweden vorne mit 5:0, Großbritannien hat 4:1 auf Platz 2 und dann kommen auch hier wieder ein Haufen Dreierteams. Das sind momentan Schweiz, Kanada, die Russen und die USA. Jo, die anderen Spiele werden folgen und dann werden wir herausfinden, wer sich da noch qualifizieren kann fürs Halbfinale. Schauen wir generell auf das Sportprogramm vom Montag. Aufs Olympische, um genau zu sein. Wir haben Damenturnier Curling um 2 Uhr und um 13 Uhr und wir haben die Männer um 7 Uhr. Das ist dieses üblich alternierende Konzept. Eiskunstlauf entscheidet sich der Eistanz. Um 2:22 Uhr geht es los, ohne deutsche Beteiligung. Ich habe es schon erwähnt, die deutsche Lella ganz knapp ausgeschieden in der Vorrunde. Und dann geht es im Snowboard zum Big Air. Das ist die Qualifikation, die ansteht bei den Damen. Und wir sollten noch vielleicht dazu sagen, dass das Wetter gestern bei den Snowboardern, bei den Freestyle-Skiern, ich verwechsel schon wieder, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Da musste die Slopestyle-Quali aus und auch die Aerials-Quali, die mussten verschoben werden, weil es gab einen Schneesturm und da war nicht zu performen, wie sagt man da, zu sporteln. Naja, so irgendwie. Jedenfalls die Big Air-Qualifikation, die soll stattfinden um 2:30 Uhr. Mit dabei aus deutscher Sicht Annika Morgen mit dem Snowboard. Dann gibt es die Entscheidung im Monobob bei den Frauen. 2:30 Uhr der dritte Lauf und um 4 Uhr der vierte Lauf. Ich sagte ja gerade schon, Laura Nolte hier mit Medaillenchancen auf jeden Fall. So, dann ist die Freestyle Terminplanung ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Da sieht es jetzt folgendermaßen aus. Eigentlich sollte dort Slopestyle-Qualifikation der Männer jetzt stattfinden, Freestyle-Ski. Die wird verschoben auf Dienstag. Stattdessen gibt es die Slopestyle-Quali der Frauen, wird nachgeholt um 3 Uhr. Und die Finals im Slopestyle werden ebenfalls verschoben. So.
Also 2 Uhr, 3, 3 Uhr, pardon, Slopestyle, Quali der Frauen. Und bei den Aerials wird man es so machen, die Qualifikation soll um 8 Uhr stattfinden, auch verschoben von gestern. Und die Finalrunde dann ab 12 Uhr, das soll bleiben. Die war da auch schon angesetzt für 12 Uhr und die sollte auch über die Bühne gehen. Müssen wir mal gucken. Eichinger und Weiß aus deutscher Sicht ja bei diesen Freestyle-Geschichten jetzt eigentlich am Start. Wenn es denn stattfindet, wir drücken die Daumen. Eishockey geht es weiter mit dem Frauenturnier und da stehen die beiden Halbfinals auf dem Programm. Das sind die einzigen beiden Eishockeyspiele des Tages. Um 5.10 Uhr gibt es das erste Halbfinale Kanada gegen Schweiz und das zweite gibt es dann um 14.10 Uhr USA gegen Finnland. Die Männer haben heute Ruhetag. Snowboard Big Air soll bei den Männern auch über die Bühne gehen. Da ist mir noch keine Absage bekannt. Das wäre dann um 6.30 Uhr dran mit Noah Victor und Leon Fockensberger aus deutscher Sicht. Und dann gibt es die Entscheidung, die vielleicht nach dem Monobob noch die interessanteste ist aus deutscher Sicht, denn es gibt das letzte Skispringen, hatte ich ja schon gesagt, und zwar von der Großschanze der Mannschaftswettbewerb der Männer. Um 12 Uhr geht's los und wir drücken die Daumen, dass die Deutschen da vielleicht zum Abschluss nochmal richtig erfolgreich was raushauen können. Abschließend wird der Tag allerdings das Bobfahren der Männer mit dem Zweierbob. Da gibt es den ersten und den zweiten Lauf, der erste um 13 Uhr und der zweite um 14 Uhr 40. Das ist Olympia vom Tage, gibt es live im ersten im Rahmen der Sportschau und bei Eurosport sowieso im Rahmen von Eurosport. Ist ja klar, ne? Die sind auch auf jeden Fall mit dabei. So, und damit sind wir angelangt beim Tabellenteil des Tages. Wir haben Montag, das heißt, wir gucken aufs Fußballwochenende zurück und schauen mal, was dort so passiert ist. Die Bundesliga hat gespielt, Bayern München verliert mit 2 zu 4 in Bochum, ich hatte es gestern schon angekündigt. Dahinter haben die Verfolger das ausnutzen können. Borussia Dortmund gewinnt 3 zu 0 bei Union Berlin. Ich bin wieder so unglaublich grell gerade. Gewinnt 3 zu 0 bei Union Berlin. Auch Leverkusen gewinnt 4 zu 2 gegen Stuttgart. Und damit haben wir in der Tabelle jetzt folgendes Bild. Wir haben, ich hoffe, man kann es jetzt so ein bisschen. Jetzt muss ich ein Licht hinkriegen, ne? Wird schon irgendwie. Also, wir haben die Bayern hier vorne weg mit. Ups, jetzt sind sie weg. Ganz weg, vorne weg und weg. So, nochmal zweiter Versuch. Wir haben die Bayern vorne weg mit jetzt 52 Punkten. 12 Spieltage sind noch zu absolvieren. Dortmund 6 Punkte hinten dran. Mal schauen, ob da was geht. Leverkusen 41 Punkte. Das sind 11 auf Bayern. Das ist eine Menge. Trotzdem dürfen die beiden ihre Champions League sicher haben. Und jetzt wird es interessant. Vierter Champions League Platz. Momentan Leipzig. Punktgleich mit dem Europa League Teilnehmer. Augenblicklich Hoffenheim. Punktgleich mit Freiburg. Im Moment Conference League Teilnehmer. Punktgleich mit Union Berlin. Im Moment gar nichts Teilnehmer. Der Ergebnisüberblick zeigt, dass Leipzig gewonnen hat 3-1 gegen Köln, Hoffenheim 2-0 gegen Bielefeld gewonnen hat. Die Freiburger haben 1-1 nur gegen Mainz gespielt, die kamen also von etwas weiter oben, sind runtergerutscht und Union Berlin, haben wir schon gesagt, 0-3 verloren gegen Dortmund. Da hinten dran gibt es aber auch welche, die noch lauern. Köln hat ein bisschen am Boden verloren, Mainz hier nur unentschieden gespielt, die Frankfurter 0-2 gegen Wolfsburg verloren. Aber die rechne ich da auf jeden Fall noch mit rein in diesen Pakt. Das sind alles 3 Punkte bis zum Champions League Platz, auch für Frankfurt und für Mainz. Dann kommt das Mittelfeld der Liga. Das besteht jetzt momentan aus diesen 3 Teams. Da haben wir die Bochumer drinstehen nach ihrem Sieg. Da haben wir die Wolfsburger drinstehen nach ihrem Sieg. Und da haben wir auch Gladbach drinstehen nach seinem Sieg. Die haben nämlich 3-2 gegen Augsburg gewonnen. Und damit geht es runter in die Abstiegszone. Und da haben wir die Hertha. Gerade noch so auf Kippe stehen, 1 zu 2 verloren in Fürth. Dass Fürth unten wieder Anschluss findet, so ein bisschen. Die haben jetzt noch 5 Punkte auf Stuttgart. Und dazwischen Bielefeld und Augsburg. Bielefeld bleibt momentan auf dem Relegationsplatz. Aber Fürth ist der ganz große Gewinner hier unten aus der alleruntersten Zone. Und hier oben Gladbach, Wolfsburg, Bochum, die haben sich erstmal alle ein bisschen absetzen können, weil das sind die drei, die gewonnen haben. Die standen hier mal mit drin in der Gruppe, sind jetzt also alle einen hochgerutscht. Das ist die Bundesliga aktuell. 12 Spieltage haben wir noch und da wird aber, denke ich, noch eine ganze Menge passieren. Schauen wir in die zweite Liga. Da hat sich Folgendes getan an der Tabellenspitze. Auch hier sind noch 12 Spieltage zu absolvieren. Wir schauen mal oben drauf. Da hat sich es auch ein bisschen separiert. Nunu. So. Wir haben jetzt vorneweg neu an der Spitze der FC St. Pauli. Der ist wieder Tabellenführer vor Werder Bremen. Beide haben gewonnen. St. Pauli gewinnt 3 zu 2 in Regensburg. Die Bremer gewinnen 2 zu 1 in Rostock.
Dann kommt der HSV, der hat auch gewonnen, 2-0 gegen Heidenheim. Darmstadt nur unentschieden gespielt, 2-2 in Hannover. Bleibt aber da oben mit drin in dieser Gruppe, ist aber seine Tabellenführung los. Jetzt nur noch Vierter. Die beiden haben nicht gewonnen. Heidenheim, hatten wir gerade schon gesagt, in Hamburg verloren. Schalke verliert mit 1-2 in Düsseldorf. Und das ist natürlich ärgerlich, weil damit rutschen sie da oben so ein bisschen raus. Aber meine Güte, es sind noch 12 Spieltage in dieser verrückten Liga. Da wird noch eine Menge passieren, glaube ich. Wir haben die Nürnberger, die wieder verloren haben. 1-4 in Karlsruhe. Die haben jetzt wirklich ein bisschen abreißen lassen müssen, so ganz oben. Paderborn 0-0 gegen Dresden. Steckt aus diesem Grunde hier auch weiter mit drin. Regensburg verliert, haben wir schon gesagt. Und Kiel gewinnt 3-2 in Aue und spielt sich hier mit rein in dieses, ja, ich möchte inzwischen doch fast sagen Mittelfeld. Trio. Die Karlsruhe so ein bisschen dann dazwischen. Und dann gehen wir runter in die Abstiegszone. Wir sehen diese Riesenlücke schon. Da oben Dresden und Hannover. Dann Rostock, Sandhausen und Düsseldorf. Die Düsseldorfer durch ihren Sieg gegen Schalke wieder hier rangerückt an diese Gruppe da oben. Da ist noch erwähnenswert, dass Sandhausen 0-0 gespielt hat, nur in Ingolstadt. Und jetzt kommen die Ingolstädter, das sind nämlich die zwei hinten dran. Aue verliert und Ingolstadt eben nur mit dem Punkt gegen Sandhausen, da wäre ein Sieg sehr, sehr wichtig gewesen. Ansonsten ist jetzt hier eben dieses Loch schon entstanden zu Düsseldorf. 8 Punkte, beziehungsweise 9 Punkte, das musste er erstmal schließen in 12 Spielen. Werden wir sehen, ob sie das schaffen können. Gehen wir in die Frauenbundesliga. Da sieht es 8 Spieltage vor dem Ende so aus, dass Wolfsburg nicht gespielt hat. Das Spiel wurde abgesagt beim SC Sand. Wir haben vorneweg jetzt die Bayern, die haben nämlich gewonnen, 3-0 in Freiburg. Wolfsburg eben fehlt noch. Hoffenheim gewinnt ebenfalls 2-1 gegen Essen. Das sind momentan die 3 Champions-League-Teilnehmerinnen. Sagt man, glaube ich, so. Frankfurt gewinnt ebenfalls 2-1 in Köln und Potsdam schlägt Leverkusen mit 4-2. Aber der eigentliche Das eigentliche High-Effekt oder wie sagt man das eigentlich Ausrufezeichen des Spieltages gelingt tatsächlich Carl Zeiss Jena, denn die holen ihren allerersten Saisonsieg 8 Spieltage vor dem Schluss. Wir sehen jetzt Mittelfeld, ne? Kommt man so vorbeigefahren, Leverkusen, Freiburg, Köln, Essen, Bremen, schön. Und hier unten Jena, die standen bis vor kurzem, also genau gesagt bis gestern auch da unten beim SC Sand mit 2 Punkten aus 13 Spielen und im 14. Saisonspiel haben sie zum ersten Mal gewonnen, nämlich in Bremen. Und sind jetzt nur noch 6 Punkte hinter Werder. Problem ist, es sind nur noch 8 Spiele. Also die müssten ja nochmal mindestens 2 gewinnen, wenn Bremen alles verliert. Und bis jetzt haben sie im 14. Spiel überhaupt einmal jetzt gewonnen. Und das gegen Bremen, gegen die spielen sie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu spät kommt, die Aufholjagd. Aber theoretisch wäre da noch was drin. Man soll ja nie sagen, ne, im Fußball. Solange es nicht recht, kennen wir ja alle, solange es nicht rechnerisch feststeht, geht da immer noch irgendwas. So, dann machen wir noch die dritte Liga und den Rest machen wir morgen an die internationalen Ligen, würde ich sagen. Dritte Liga, gucken wir auch mal rein. Da gab es das, in der Spitzengruppe gab es ja fast nur Unentschieden. Die ersten 7 haben alle Unentschieden gespielt, außer Saarbrücken, die haben verloren. Das schon mal vorweg. Und Osnabrück spielt noch heute Abend. Wir haben Magdeburg vorne mit 58 Punkten, 12 Spieltage vor dem Ende. Lang nix, fast die ganze Scrollseite. Dann kommen die Lauterer, die haben noch ein Nachholspiel. Aber halt echt 56, 8, also 12 Punkte, 46, 58, mit Nachholspiel 9. Ich glaube, das reicht. Saarbrücken Dritter und huiuiui, jetzt wird Saarbrücken aber zittern. Die haben verloren, die Saarbrücker, mit 0-1 in Wiesbaden. Das war nicht so clever, denn jetzt haben sie diesen ganzen Batzen hier im Nacken sitzen. Also Magdeburg, Lautern, habe ich schon gesagt, spielen unentschieden gegeneinander. Und wen haben wir jetzt denn da mit dabei? Wir haben die Braunschweiger. Die spielen 1-1 gegen Freiburg. Da wäre auch mehr drin gewesen, aber die haben immer noch ein Nachholspiel. Mannheim. 0-0 bei Türkgücü, eigentlich auch zu wenig. Das ist das Gute. Saarbrücken bleibt Dritter, trotz Niederlage, weil die eben halt alle hier nur unentschieden spielen. Osnabrück kommt noch. Die können heute Abend 19 Uhr bei Viktoria Köln gewinnen und dann sind sie nämlich Dritter. Dann gehen sie an dem ganzen Packen hier vorbei. Die Dortmunder gewinnen gegen Havelse und schieben sich da jetzt rein hier in die Gruppe und mappen 1-1 gegen 1860 und damit auch weiterhin hier mit drin. Da kommen die 60er, die haben noch 2 Nachholspiele. Ich hatte es schon erwähnt, wenn sie die gewinnen, mischen die auch nochmal richtig mit. Wir scrollen vorbei an Wiesbaden, Freiburg, Zwickau, Halle, Viktoria Köln, Viktoria Berlin. Da unten hat sich was getan. Duisburg hat sich mal kurz aus der Abstiegszone verabschiedet, ist zu viel gesagt, aber von den Abstiegsplätzen geschoben mit einem 2-1-Sieg in Würzburg. Das war gut. Halle gewinnt 2-0 gegen Zwickau und kann auch so ein bisschen hier wieder Boden gut machen und sich da unten erstmal wegspielen vom alleruntersten Tabellenende. Und Viktoria Berlin gegen Verl unentschieden gespielt, 1-1. Dadurch rutschen die Verler dann jetzt auf den ersten Abstiegsplatz. Türkgücü bleibt unten drin. Wir warten ab, was diese Insolvenzgeschichte
ja, noch ergibt. Da ist ja noch immer im Raume, dass da 9 Punkte weggehen, dann wären die ganze unten. Ja, und Havelse, jetzt wieder verloren. Da war mal diese Aufholjagd, die ausgerufen worden, die jetzt doch wieder jäh gestoppt wurde. Weiß ich nicht, ob da noch was kommt. Würzburg nach der Niederlage gegen Duisburg mit Sicherheit jetzt wieder doch ziemlich angeschlagen. Und diese 8 Punkte auf Duisburg, die hätten sie verkürzen können auf 2. Das sind jetzt halt 8. Das war nicht so geplant, da bin ich mir sicher. Gut, wir schauen morgen in die internationalen Ligen, die noch sonst so sind, also nach England, Frankreich, Spanien und Italien. Und dann schauen wir auch morgen voraus aufs internationale Geschäft, denn die Europapokalwettbewerbe sind wieder da nach der Winterpause. Champions League, Europa League und Conference League spielen ihre K.O.-Runden aus. Morgen geht das los und ich sage dann Bescheid, wer wann wie wo gegen wen zu sehen ist. Dazu Olympia und was mir sonst noch so einfällt. Achso, hätte ich noch, ja, hätte ich noch sagen sollen, was man heute noch überhaupt gucken kann in Sachen Sport. Du kannst vergessen, vor lauter Rückblicken. Ist nicht viel. Olympia haben wir schon gesagt. Es gibt 3 Fußballspiele: 19 Uhr dritte Liga, Viktoria Köln gegen Osnabrück, Magenta Sport. Und auf The Zone gibt es aus Italien 2045 Spezia gegen Florenz und um 21 Uhr Mallorca gegen Bilbao. Dazu ein bisschen Tennis auf Sky, 18:30 aus Rio, 500er Turnier. Jo, und ansonsten halt Super Bowl, ne? In der Nacht, das wisst ihr ja von Sonntag, also von jetzt heute auf Montag. Bengals gegen Rams um 0:30 Uhr live auf RAN.de, auf ProSieben und auf The Zone. Ich möchte noch euch nicht gehen lassen, ohne noch einmal ein paar Ergebnisse aus anderen Sportarten hier fallen zu lassen, denn das ist jetzt uns alles ein bisschen arg kurz gekommen. Zum Beispiel schauen wir noch zur Formel E. Da wurde gefahren in Mexico City und es gab einen deutschen Doppelsieg. Pascal Wehrlein gewinnt vor André Lotterer, knapp 0,3 Sekunden. Aber das ist doch eine schöne Sache, würde ich sagen, wenn da zwei deutsche Fahrer vorne sind, beide im Porsche. Dann schauen wir in die Handball-Bundesliga. Da hat Magdeburg gewonnen, Flensburg-Handewitt gewonnen. Das hatte ich schon gesagt, das waren Spiele noch von vorgestern, die übrig sind. Und dann gab es gestern noch dazu Siege, unter anderem für THW Kiel und die Füchse Berlin gewinnen gegen den HSV Hamburg, beim HSV Hamburg. Tabellarisch sieht es jetzt so aus. Wir haben diese 4 Teams, die ich eben genannt habe, vorneweg mit 19 bzw. 20 Spielen. Das ist unterschiedlich. Wir haben Magdeburg 36 Punkte, Kiel 32, Flensburg-Handewitt 30 und die Füchse Berlin mit 29 Punkten. Das sind hier die Top, Verzeihung, die Top 4 in der Tabelle. Und die Basketball-Bundesliga. Da muss man dazu sagen, gab es eine Niederlage von Ludwigsburg. Die verlieren nämlich in Chemnitz. Ulm verliert in Göttingen. Und das waren schon Spiele noch von Samstag. Und jetzt gab es am Sonntag dazu noch Folgendes. Es gab den Sieg von Bonn in Braunschweig. Die Bayern gewinnen gegen Frankfurt. Und Alba Berlin setzt sich gegen Crailsheim durch. Tabellenspitze hier, da sind ja, da sind Mädchen dabei mit 18 Spielen, welche mit 21. Aber ich sage es einfach nur die Punkte. 32 Punkte, Bayern München bleibt vorne. 30 Punkte, die Telekom Baskets Bonn auf der 2. 28 Punkte dahinter Ulm und Chemnitz. Und dann folgen mit 26 Punkten Berlin und Ludwigsburg. Tim Pütz hat leider verloren und zwar im Finale des ATP-Turniers von Rotterdam. Da gab es im Doppel das Finale zusammen mit seinem Partner Lloyd Harris. Das haben sie leider verloren gegen die Kombination Matvei Mittelkob und Robin Haase. Aber trotzdem Finalteilnahme. Es bleibt dabei, Tim Pütz ist auf dem Weg dazu, einer der weltbesten Doppelspieler zu werden, wenn das so weitergeht. Sehe ich den auch vielleicht Ende des Jahres mal bei den ATP-Finals. Werden wir sehen, werden wir herausfinden. Jo, und irgendwas war noch. Ja, letztes Ergebnis Champions League der Frauen im Handball. Da ist zu verkünden, dass Borussia Dortmunds Frauen eine Niederlage hinnehmen mussten gegen Buduk Nost-Podgorica. Das war's. Jetzt aber wirklich. Habt einen schönen Montag, kommt gut in die Woche, viel Spaß beim Sport gucken und gerne bis morgen wieder. Vielleicht schaffe ich es dann doch mal hier ohne diese ständigen Erleuchtungen. Weiß nicht, warum es wieder eingerissen ist die letzten 2 Tage. Es ist einfach eine ganz mittelprächtige Technik, die ich hier habe. Aber der Inhalt stimmt. Bis dann. Tschüss.